Hey liebe Leute, heute reacte ich auf ein geniales YouTube-Projekt von Alan Walker und ich habe dazu mal wieder meine Maske ausgepackt. Erfahrt in diesem Video etwas zu den Hintergründen und meiner Meinung zu diesem Werk. Bevor wir starten, kurz vorweg. In der Videobeschreibung findet ihr die Timeline zu diesem Video und könnt so von Part zu Part skippen oder ihr schaut doch einfach das ganze Video an. Selbstverständlich sind auch alle verwendeten Inhalte und Videos zu dem Projekt in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde weitestgehend nur Standbilder aus den Videos einblenden, da ihr euch bitte die Videos selbst anseht und ich auch nicht weiß, was die Rechteinhaber mit meinem Video machen, wenn ich längere Abschnitte mit einbaue. Für alle Musikenthusiasten unter euch, Alan Walker und Mare Content haben einen Film in mehreren Teilen auf YouTube veröffentlicht. Es gibt insgesamt 5 Teile, vom Intro bis zur Conclusion. Und die Videos haben eine gesamte Spielzeit von etwa 49 Minuten. Damit ist es ein richtig großes Projekt des sympathischen Norwegers. Ein Film? Die Ankündigung auf seinem YouTube-Kanal verzückte mich doch sehr und so sah ich mir dann auch gleich den Trailer an. Was soll ich sagen? Die Optik war der Hammer und scheinbar würde der Film eine Mischung aus Konzerthighlights und Computerspiel sein. Doch was mich dann erwartete, übertraf meine Erwartungen und erzeugte einige Male Gänsehaut. Doch der Reihe nach. Am 28. Mai 2021 erschien der Trailer zu Aviation Movie. In diesem Teaser erfuhr man bereits, dass es sich um ein Projekt mit mehreren Folgen handeln würde, doch Alan Walker spannt uns nicht lange auf die Folter und hat in diesem Trailer auch schon alle Veröffentlichungsdaten angegeben. Die Zeiten zwischen den Veröffentlichungen war relativ kurz gehalten, sodass man auch nicht die Lust daran verlieren würde, weil man ewig auf den nächsten Teil warten müsste. Das Intro zum Film erschien dann ebenfalls am selben Tag. Und bereits einen Tag später durften sich die Zuschauer auf Level 1 freuen. Level 2 erschien dann am 2.6.2021 und Level 3 wieder einen Tag später. Dann wieder einen Tag Pause und am 5.6.2021 folgte dann die Conclusion und damit der Abschluss des Films. Die Story des Films ist für ein solches Projekt recht umfangreich. Ein Solarsturm hat im Jahr 2100 alle Technologie in der World of Walker zerstört. Die Menschheit ist im völligen Chaos versunken und kämpft mit einfachsten Mitteln ums Überleben. Wir begleiten in diesem Film die Reise einer jungen Überlebenden mit dem Namen Nummer 88888. Diese findet einen mysteriösen Gegenstand, den wir schnell als Logo von Alan Walker identifizieren können, und macht sich auf den Weg, mehr darüber zu erfahren. Bald schon erreicht sie ein Gebäude und sowohl der Gegenstand als auch das Haus scheinen sich miteinander zu verbinden, denn man sieht ein elektrisches Pulsieren bei beiden Objekten. Alle Technologie scheint doch nicht zerstört worden zu sein, denn in dem Gebäude gibt es auch Elektrizität. Als sie dann auf eine Plattform steigt, die dem gefundenen Gegenstand ebenso ähnlich ist, öffnet sich ein Fach in einem Pult. In diesem Fach liegen 2 mit Kabeln verbundene Handschuhe. Als sie neugierig die Handschuhe anzieht, erscheint ein holographisches Display und eine Computerstimme sagt: Konsole wird aktiviert. Erschrocken steigt sie von der Plattform wieder runter und die Holographie verschwindet. Ihre Neugierde überwiegt jedoch und sie steigt wieder auf die Plattform und die Computerstimme sagt: Willkommen zum Aviation Game. Im Spiel muss sie dann zuerst einen Piloten auswählen und ihre Wahl fällt natürlich auf Walker Nummer 0, Alan Walker himself. Sie muss warten, bis das Spiel geladen ist und erfährt dann, dass sie in dem Spiel mit einer Drohne fliegen wird. Nun kann sie das Spiel starten. Es folgen ein paar Hinweise, wie das Spiel gespielt wird. Und dann beginnt Walker Nummer 88888 mit dem ersten Level. Und ja, selbstverständlich führt jeder Fehler zum Game Over. Doch jedes Level soll ihr auch mehr Informationen geben und weitere Belohnungen freischalten. Level 1.
Im ersten Level ist ihre Aufgabe nur, weiche den Hindernissen aus. Was unsere junge Walkerin jedoch nicht weiß, scheinbar steuert sie diese Drohne nicht nur im Spiel, sondern auch in ihrer realen Welt. Zögerlich und unerfahren spielt sie das Spiel, doch es kommt, wie es kommen muss. Sie crasht. Sie braucht Hilfe, um das Spiel weiterspielen zu können und bittet daher Alan Walker darum. Dieser sendet ihr Energie aus der Parallelwelt mit Hilfe vieler weiterer Walkers und damit kann sie dann weitermachen. Schließlich beendet sie Level 1 erfolgreich. Währenddessen werden in ihrer Welt aber immer mehr Walkers auf die merkwürdigen Objekte aufmerksam und starten echte Drohnen. Walker 88888 erfährt aber erst nach Beendigung des Levels, wie sie diese merkwürdiges Objekt in eine Drohne verwandelt. Sie probiert es aus, geht dann aber wieder zurück, um das nächste Level zu starten. Level 2. In Level 2 ist ihre Aufgabe, Objekte auf dem Computer zu scannen. Mittlerweile ist sie erfahrener mit der Steuerung und absolviert das Level mit Bravour. Sie gelangt dann in einen Bonus-Level, wo sie die Aufgabe erhält, Walker Nummer 0 zu scannen. Und auch das meistert unsere junge Walkerin natürlich. Am Ende erfährt sie, dass sie im nächsten Level dann den wahren Zweck des Spiels erfahren würde, nämlich die Welt von Walker zu erschaffen. Level 3. Die junge Walkerin macht sich natürlich gleich daran, auch dieses Level zu spielen. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Karte von Atlantis zu erstellen, bevor dieses untergeht. Während des Levels entdeckt sie dann einen weiteren Schwarm von AV-8-Drohnen und erfährt, dass es sich dabei um andere Spieler handelt und sie auch ihre Unterstützung anfordern soll. Und die braucht sie auch, denn die Zeit für das Level wird knapp. Letztlich schafft sie es natürlich und soll dann in die Safe Zone zurückfliegen, bevor der Tsunami Atlantis zerstört. Damit ist das Level abgeschlossen und die junge Frau erfährt, dass die letzte Challenge der Wiederaufbau der Welt von Walker ist. Die Drohnen können mit Hilfe ihrer Datenbank nämlich Gebäude und Strukturen wiederherstellen. Erst jetzt kommt der Sinn des Spiels wirklich ans Licht. All das war eine Vorbereitung, um ihre Welt wieder aufzubauen. Letztlich soll sie Walker Nummer 83 finden, um der Bewegung beizutreten. Conclusion. Zurück im realen Leben findet sie schließlich einen älteren Mann, der sich als Walker Nummer 83 entpuppt. Doch auch hier gibt ihr die Computerstimme immer noch Anweisungen. Sie soll alles aus der alten Welt scannen, was noch übrig geblieben ist, und die Welt von Walker neu erschaffen. Es gibt tatsächlich viele Mitstreiter, die mit ihr gemeinsam die Welt wieder aufbauen. Meine Meinung zu diesem Werk? Das ganze Video ist eine Mischung aus Konzertmitschnitt, Videogame und Realfilm mit vielen Special Effects. Vorlage für den Film bzw. die Bühnenshow ist die Aviation-Tournee von Alan Walker aus dem Jahr 2019 und vor allen Dingen aus dem Konzert aus Oslo. Von dort stammen auch alle Ausschnitte in dem Film. Ist das Aviation-Movie nun eine Zweitverwertung eines Konzerts, um mehr Zuschauer bzw. Klicks zu bekommen? Meiner Meinung nach ist es viel mehr als das. Natürlich werden viele Lieder aus dem Konzert gespielt und man könnte sich die Musik einfach auch so geben oder das Live-Konzert anschauen. Aber Alan Walker hat mit seinem Team viel mehr als das daraus gemacht. Wenn ihr es als Zweitverwertung sehen wollt, dann müssten sich viele, viele andere Bands davon eine Scheibe abschneiden. Denn das ist wohl eines der aufwendigsten Projekte von Konzerthighlights. Natürlich ist Aviation Movie kein richtiger Film. Aber eine bloße Aneinanderreihung von Ausschnitten eben auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe die Videos gefeiert. Der Look, die Atmosphäre und das Gesamtwerk haben mir mehr als einmal eine Gänsehaut über den Rücken gejagt. Und auch wenn ihr die Musik von Alan Walker nicht feiert, so hat dieses Projekt doch mehr als nur Respekt verdient. Und auch ja, das sage ich als bekennender Fan der Musik von Alan Walker. Er selbst hat gesagt,
Dieses Projekt war für mich ein Traum und ich kann euch nicht genug sagen, wie dankbar ich euch für die kontinuierliche Unterstützung bei all diesen Projekten bin. Und das merkt man dem Projekt auch an. Alan Walker ist selbst viel in der Gaming-Szene unterwegs und liebt Computerspiele. Somit hat er sich den Traum verwirklicht, ein geniales Mashup dieser Genres zu kreieren. Mit viel Liebe zum Detail wurde die Story in die Bühnenshow eingebunden und die Tracks passend zur Story vom Film ausgewählt. Aufwendige Special Effects runden das Ganze noch einmal richtig ab und machen das Werk damit sehr unterhaltsam. Insgesamt 49 Minuten, die man sich in voller Länge geben kann und sollte. Noch ein kleiner Funfact zum Schluss. Das in dem Film enthaltene Videospiel gibt es tatsächlich und ist als Mobile Game im App Store von Apple und Google zu finden. Es heißt Alan Walker The Aviation Game und kann dort auch kostenlos runtergeladen werden. Vielen Dank, dass ihr mein Video bis hierhin geschaut habt. Guckt euch die Originalvideos von Alan Walker an und lasst ein wenig Liebe dort. Gerne dürft ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet und ob es euch unterhalten hat. Letzte Info: Die in meinem Video verwendete Musik stammt natürlich nicht von Alan Walker, sondern von Alexander Nakarada, der unter Serpent Sound Studios auch auf YouTube seine Projekte vorstellt. Ich mag seine Musik ganz besonders und würde euch bitten, auch ihn zu abonnieren und zu unterstützen. Ich verlinke euch in der Beschreibung auch seinen Kanal und auch, wo ihr seine gesamten Werke anhören könnt. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund und zuversichtlich. Bis bald hoffentlich. Ciao, ciao.